Servus Leute, weiter geht's mit The Art of War. Ja, und bei uns ist da gerade ein riesiges Raumschiff gelandet und dessen müssen wir uns annehmen. Naja, eigentlich nicht. Selbst der Mod-Ersteller rät dazu, ein paar Missionen ausfallen zu lassen. Doch ich denke mir, die ganzen Rohstoffe können wir ganz gut gebrauchen und mit etwas Glück treffen wir da nur Sektoiden und Drohnen an. Aber das bezweifle ich irgendwie, dass nur Drohnen und Sektoiden in einem großen Schiff sind. Unser Team steht soweit bereit. Die einzige Schwachstelle unseres Teams ist unser Fitzroy hier. Mal gucken, wie er sich schlägt. Und ja, wir haben eine ganze Menge Shotguns dabei. Ein paar Handgranaten, explosiver Natur. Und ja, dann würde ich mal sagen, brechen wir mal direkt auf und machen einfach mal das Beste draus. Los geht's. Direkt vor unserer Haustür. Naja, fangen wir mal an. Wir werden uns für diese Mission in Mexiko setzen. Reports indicate the UFO set down in a sparsely populated area. We need to stay sharp and eliminate the invaders. Nun gut, das sieht mir nach der Wassermap aus. Die ist ja nicht besonders groß. Frage ist nur, wo werden wir rausgelassen? Direkt also an der Kommandobrücke. This looks to be a supply ship of some kind, and the potential storage capacity is enormous. If the aliens are really attempting to bring in this much outside material, it can only mean they're ramping up the scale of the invasion. Gut. Geh mal näher ran. Ist das etwa der Kommandobot da drin? Wenn ja, dann sollten wir uns den eventuell mal vornehmen. Bitte mal alle aufreihen. Na komm, Herbert, geh da mal nach vorne. Und Informauser, du gehst hier hin. Und dann lauschen wir einfach mal, was wir hier für Gegner haben. Chrysaliden? Floater? Mehr Floater. Nun gut, wenn das da drin der Kommandopod ist, wo stehen die eigentlich? Wie sie eventuell ausschalten können. Könnten wir dadurch einen kleinen Vorteil haben. Hier bei der Tür? Nee, da kommen wir einfach. Oder ist da irgendwie so ein Flugcomputer? Moment, wir gehen jetzt erstmal in Position. Nun gut. So, Dark Lord, du gehst dahin. Peter geht hierhin. Kim Doyle erstmal hierhin. Vienna. Vorerst hierhin. Moment, wie viel ja, ich habe beide Bombstracker dabei, das ist gut. Die stehen ja immer noch dort. Moment, die stehen eventuell außerhalb. Geh wieder zurück. Wobei, es wäre leichter, denen dann irgendwie ins Gesicht zu hüpfen, wenn wir den Raum einsingeln würden. Naja, wir warten erstmal. Ich möchte die Rakete schon steady haben, bevor wir da anklopfen.
Statuiden, Kristalliden. Floater. Nun gut. Herbert, geh hier hin. Vienna, hier hin. Affirmativ. Na komm, wir blockieren hier trotzdem mal die Tür. Dann haben wir eventuell einen guten Flankenangriff. So, Vienna, du machst dich mal bitte steady. Ja, du stehst da auch nicht relativ gut. Weißt du was? Geh mal hier hin. Und du gehst hier hin. Dann sparst du dir schon mal ein paar Felder. So, abwarten. In der nächsten Runde gehen wir da rein. Gut, na dann klopfen wir mal an. Nicht. Alles klar. Moment. Wobei, hier steht einer im toten Winkel. Und der Rest steht hier draußen verteilt. Nun gut, Kim. Geh mal rein. Ach, sind nur Sektoiden. Puh. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Na komm, weg damit. Ich sagte, du sollst das entfernen. Wie dem auch sei. Rory, hier hin. Hi. Das kann ätzend werden. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen sprengen. Schade um die Flugcomputer, die ich da gleich wegsprengen werde. Wobei, Vienna, siehst du etwas? Ja, ein Ziel hast du, 52%. Probier es einfach mal. Alles angeschlagen. Nun gut, Herbert, du gehst doch mal bitte hier hin. Den könnte man auch so erledigen. Die Frage ist, ist hier noch irgendetwas? Nun gut, dann puste den mal bitte weg, Cat. Sehr schön. Infamauser. Weißt du was? Den hier könnte man suppressen, weil der wird sowieso rennen. Dann müsste mir irgendjemand den da erledigen. Nun gut. Jo, 88%. Wie gesagt, du suppressst mir den Kleinen hier. Der erledigt dich höchstwahrscheinlich gleich selbst. Ihr beiden noch. Ja, ich glaube, ich habe keine andere Wahl und muss die beiden hier wegsprengen. So viel zum Thema beide wegsprengen, ne? Nicht gut. Alternativ könntest du mal hier hingehen und den mit voller Gesundheit wegbashen. Nicht daneben schießen, hörst du? Danke. So, der wird rennen und hoffentlich nicht mehr genug Bewegungspunkte übrig haben. Der wird rennen und hoffentlich von der Suppression erledigt. Dann ist alles in Ordnung.
Oh, der ist ja richtig mutig. Verhalten die sich so, weil die keine andere Wahl haben, oder was? Na komm, Rory, dein Kill. Gut. Wer bekommt den Kill hier? Vienna, komm. Sicher ist sicher. Dann kann ich mich hier neu formieren und alle mal nachladen lassen. Ja, Steady Weapon. Eine Rakete für Sektoiden verschwendet. Alles klar. Na gut, du hast ja Elo Profile wegen deiner Weste. Das passt schon so. Und du gehst mal hier rein und lädst nach. Genau, erstmal alles durchladen. Was kommt als nächstes? Kristalliden eventuell? Das Meld interessiert uns in diesem Fall mal nicht. Wir verziehen uns erstmal. Vienna, bitte einmal reingehen. Wir da jetzt schon einen Battlescanner opfern sollten. Naja, schaden kann es ja nicht. Wobei, wenn man ihn so selten dämlich wirft wie ich, dass er genau zwischen zweimal voller Deckung klebt, dann ist er doch irgendwie verschwendet. Am liebsten würde ich das Ganze hier aussitzen. Jo. Hört sich nach einem Plan an. Einfach mal alles aussitzen. Und darauf warten, dass alles zu uns kommt. Soll auch noch irgendjemand nachladen? Ich glaube nicht. Guck mal. This specimen is nothing like the others. Seems like they got one of everything. As unprofessional as it sounds, the bite seems to have turned him into a zombie. Wollen wir hier schon mal pullen? Moving. They're holding tanks of some kind. As repugnant as the thought may be, this is most likely how they keep their latest test subjects alive. Alles klar. Na gut, auf jeden Fall bräuchte ich meine ganzen Shotguns deutlich näher dran. Für den Fall der Fälle. Oha. Vienna könnte von Jessica auch schon snipen. Kim Doyle, du gehst bitte hier hin. Feldposten. Feldposten. Weißt du was? Da du so eine gute Trefferchance hast, werden wir mal mit Feldposten triggern. Ich bräuchte einen besseren Platz für meine Raketen, wie es aussieht. Denn wenn die jetzt hier entlang kommen... Moment. Ach, sieht doch machbar aus. Steady Weapon. Wo rennt hier hin? Ach ja, wird ja nicht getriggert über... Ihr wisst schon was. Das ist definitiv ein Problem. Geh mal bitte hier hin. Hi. Nun gut.
gut. Und Vienna sieht von hier aus gar nicht. Das ist nicht gut. Nun gut. Ja, 7 kritisch. Ist in Ordnung. Dem hier eventuell eine Flashbang auf den Kopf schmeißen, weil der ist doch verdammt dicht dran. Sicher ist sicher. Nicht, dass er noch zu dicht dran kommt. Nun jo, du bleibst ja nach wie vor im Feldposten. Oh, du siehst den von hier aus, das ist gut. Triffst aber nichts. Vienna, geh mal bitte näher ran. Siehst nichts. Prozent. So, den Zombie könnte man eventuell erledigen. So, ich hoffe, die Chrysaliden sind wirklich noch nicht zu dicht dran. Nun gut, geh mal bitte hier hin. Vienna Overwatch. So, Vienna schießt. 34%. Ich glaube, der geht daneben. Yep. So, mal gucken, wie weit die nach rankommen. Ich hoffe nicht dicht genug ran. Gut. Das verschafft uns Möglichkeiten. Erst recht, wenn die sich jetzt hier alle gegenseitig blockieren werden. Sehr gut. Doyle. Hätte es dir schenken können, aber gut. Warum denn nicht? Hättest du dir immer noch schenken können. Oh, ist gerade getroffen. Sehr gut. Komm schon, blockiere bitte den Teleporter. Oh. Naja gut, es war ein Double Move. Und dank der Flashbang kommt er auch nicht näher ran. Wunderbar, dann wischen wir mal mit denen hier auf. Oh, die regenerieren sich sogar. Nun gut. 1%. Aha. Geh mal bitte ein paar Meter zurück. Das macht das Ganze auch nicht besser. Nö. Geh mal da bitte raus. Close Combat Spezialisten. Alter. Alter. Verdammt. Leute. Das ist nicht witzig. Gehen hier ran. Na komm schon. Naja, immerhin. So, wo sind meine Granaten? Gibt es eine Möglichkeit, alle zu treffen, ohne uns dabei zu schaden? Ja, möglich ist es. Und mir gehen hier langsam die Optionen aus. Was haben die denn für Perks? Enemy Defense. Close Encounters.
Nun gut. Das war ja interessant. %. Gut. So, gleich zählt's. 84%. Einer weniger. Also diese Krystalliden, ne? Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Nun gut, wo war dieser Granatenspot? Oder sollte ich lieber versuchen zu schießen? Was ist, wenn die eine absurd hohe Damage Reduction haben? Nein. Ich habe keine andere Wahl. Oh oh, jetzt zählt's. Einer lebt von denen noch. Oh nein. Ah, die machen zum Glück nicht allzu viel Schaden. Oh. Ja gut. Da haben sie diese liebenswerten Viecher doch wirklich auf brutal getrimmt. 80%? Weg damit. So, wo sind meine Medikits? Hier ist zumindest eins. Nun gut. Wreck removed. Eieieiei. Hier habe ich nochmal ein Medikit. Genau, geh mal hier hin und lad nach. Oh. Ach nee. Ja gut, bleib da oben stehen. Das kann jetzt wirklich sehr interessant werden. Da fragt man sich direkt, was die Floater drauf haben. Geh erstmal hier hin und lad nach. Gut. Noch mehr Krystalliden. Das bedeutet wirklich, dass wir dicht beieinander bleiben sollten. Genau, geh erstmal hier hin, lad nach. Ich habe wirklich nur noch... Nee, da meine Medikits liegen allesamt hier rum. Ja, dich müsste ich mal hochheilen. Genau, geh mal zur Energiequelle und lass dich zusammenflicken. Das ist wirklich alles sehr interessant hier. Geh hier hin, lad nach. Moment, kannst du da runterwärts eine Rakete runterschießen? Natürlich nicht. Nun gut. So, Vienna, geh mal bitte hier hin. Steady Weapon. Feldposten. Und das warst du mit meiner Runde. Direkt voraus ist etwas. Ich glaube, das sollten wir aussitzen. Denke ich. Gibt's einfach mal ein paar Krystalliden mit Close Combat Spezialist. Warum denn nicht? Mauser, geh mal hier hin. Kim Doyle hier hin. Hier ist weit und breit gar nicht. Gut, warten wir ab. In der Hoffnung, dass die Aliens zu uns kommen. Das wäre mir am liebsten.
Na komm, wir warten noch eine Runde oder zwei. Früher oder später müssen die wieder losmarschieren. Und früher oder später kommen die hier an. What? Krystallin hinter uns? Ist dann doch ein bisschen ungesund. Nun gut. Ich glaube, das ganze Schiff ist einfach mal Krystallin verseucht. Können wir irgendwie ausmachen, wo die sind? Nein. Ich glaube, die sind die ganze Zeit hier entlang gelaufen und jetzt kommen die vielleicht hier hin. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir den Raum mal wieder einnehmen. Weil das ist ja der nächste Pot, der uns da angezeigt wurde. Du bitte Stay Weapon. Du gehst mal hier hin. Genau, du wieder Steady. Und der Rest mal bitte Feldposten. So, dann kommt mal her. Wollen wir da mal vorsichtshalber mal gucken gehen? Nicht. Geh mal hier hingucken. Nicht. Führen die uns eventuell hier ein bisschen am Arm rum? Oder sind die eventuell auf dem Dach? Können wir nicht überprüfen. Das ist schlecht. Nun gut. Komm mal bitte hier hin. Du, Steady Weapon. Ja, die stehen hier beim Sky Ranger rum. Oh, guck mal. Das sind sie ja. 5 Stück. Hi. Gut. Dann sprengen wir mal die ganze Mauer hier weg. Oh. Close Combat Spezialist. Nein, doch nicht. Gut. So. Eine Abweichung von 1. Nee, das haut so nicht hin. Dann machen wir es halt folgendermaßen. Und zwar auf die klassische Art mit der Granate. Und, sehen wir alle? 1, 2, 3, 4. Anscheinend fehlt mir da irgendwo einer. Die waren doch zu... Nee, einer ist tot. Gut. Was für Trefferchancen. Aber es reicht. Sehr schön. Einer weniger. 41%. Nein. Feuer. Leute, treibt mich bitte nicht zur Verzweiflung. Danke. Wobei, du hast eine Handgranate. Vielleicht sollten wir die hier mal einsetzen. Nun gut.
hier hin. Einer weniger. Nee, der Backup-Plan geht nicht mehr auf. Ja, hoffe ich mal, dass du die down knocken kannst. 65. Gut. Rocket hier. Komm, Dark Lord, das schaffst du. Nö. Oha, du bist ja meine letzte Hoffnung, Kim. Feuer. Nicht so gut. Wirklich nicht gut. So, Kristallide, was machst du? Du bewegst dich zweimal. Danke dafür, dass du ein Vollidiot bist. Infamauser, das schreit doch nach einem Job für dich. Um daneben zu schießen. Genau. Wow. Counter-Strike. Ja gut. Eieieiei. Bist du verätzt oder so? Ich glaube nicht. Gut, dann sollten wir uns mal wieder neu sammeln und nachladen. Genau. Du gehst da mal wieder. Nee, lad erst mal nach. So, also hinter uns müsste jetzt alles bereinigt sein. Gut, dann lädst du hier mal nach. Du stellst dich mal hier hin und lädst nach. Sehr gut. Dark Lord, du gehst mal hier zum Flugcomputer und lädst nach. Eieieiei. Mit diesen Aliens ist also mal gar nicht zu spaßen. Und noch mehr Kristalliden. Wer hätte das gedacht? Da müssen wir wirklich sehr langsam vorgehen. Aber ich spiele auch langsam mit dem Gedanken, die Mission abzubrechen. Denn wenn wir so einen hohen Materialeinsatz haben, um ein paar Kristalliden auszuschalten, dann kann es doch ein bisschen schmerzhaft werden, auf Dauer. Nun gut, Steady Weapon. Vor allem gehen mir langsam auch die Medikits aus. Ist ja auch auf Dauer auch nicht gesund. Nun gut. Herbert, hier hin. Dark Lord in Deckung und Steady Weapon. Ich glaube, wir müssen das hier aussitzen. Dass wir keine feindlichen Pots mehr hören. Ja, ihr habt euch bereits bewegt. Nun gut, warten wir mal ab. Und der nächste Pot sind Floater da drüben. Nun gut. Vienna, hier müssten wir mal ein bisschen Platz machen. Geh mal genau hier hin. Genau. Rakete. Also nur wenn die exakt hier in dem Bereich sich aufhalten, können wir mit der Rakete treffen. Ist ja auch schon mal herausragend zu wissen. Wie gesagt, wir werden es hier aussitzen. Dark Lord, Steady Weapon. Und nochmal abwarten. Abwarten ist das A und O. Vor allem wissen wir noch gar nicht, was Floater so drauf haben. Eieieiei. Vor allem dürfen wir nicht in die Gefahr kommen, dass wir hier aus Versehen zwei Pots gleichzeitig triggern. Das endet nämlich selten gut. Vor allem bei diesen Trefferchancen hier.
Na kommt schon her. Il y a quelque chose là-bas. Dratzt mich nicht so. Nun gut, wir warten weiterhin. Weil das hier ist kein Himmelfahrtskommando. Aber guck mal, da kommen sie ja. Where the organic material ends and the machine begins. It's not going to win any beauty contests, that's for sure. Oh, es sind ein paar mehr. Immerhin ein guter Treffer. They're repositioning on us. Das kann schon mal passieren. Ja, du bist jetzt flankiert. Das stimmt schon, das ist doof. Du vielleicht nochmal einen Feldposten. Das Problem ist aber auch, du bist hier die Einzige, die was sieht. Können wir irgendwie feststellen, wo die alle stehen oder beziehungsweise rumschweben? Ich würde mal sagen, hier stehen ein paar rum. Wenn wir da eine Rakete runterzwiebeln können, könnten wir hier einen leichten Vorteil haben. Dafür müssten wir auch etwas treffen. Feuer. Ja, schade um die Leichen, wenn da was dabei drauf geht. Nein, es geht gar nichts drauf. Sehr gut. Schießen oder Feldposten? Geh mal auf Feldposten. Kannst du immer zweimal schießen. Hier raus traue ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Nun gut, wenn die was wollen, dann müssen die zu uns rein. Das steht schon mal fest. Ja, mein Dicker, was machst du? Schon mal nicht sterben. Ich glaube, ich hätte dich einfach schießen sollen. Wäre die sicherere Wahl gewesen. Gut, da trifft schon mal gar nichts. Kommt da einer angeflogen? Nein. Aber da tut sich eigentlich gar nichts bis jetzt. Nun gut, schieß einfach. Weg damit. Ich glaube, die trauen sich auch noch nicht. Und weißt du was? Da wird es keine Rakete mehr schießen werden. Gehen mal alle in Overwatch. Guck mal, ist gerade was explodiert. Und da kommt der nächste hoch. Und der versteckt sich direkt wieder. Da kommt noch einer. Räumt auch das Feld. Nein, das schießt mir die Deckung weg. Das ist Lightning Reflexes. Alles klar. Ach ja, den Burschen müssen wir mal im Auge behalten. Mhm. Ungesund. Frage ist, können wir die jetzt überrennen oder nicht? Nun gut, aber ich würde mal sagen, ob wir sie überrennen können oder nicht, finden wir dann im nächsten Part heraus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.